Willkommen zurück zum Metro 2033. Wir sind beim letzten Mal mit unserer Gondelbahn hier ein bisschen im Bruch gelandet und sind halt jetzt alleine wieder unterwegs. Weil die Hilfe, die wir hatten, ist ja nicht mehr sehr hilfreich, weil sie ist tot. Wie das halt so oft ist in der Metro, dass ständig irgendwelche komischen Leute sterben, die uns vorhelfen wollten oder mussten. Oder. Und wir bahnen uns weiterhin uns den Weg durch nach, ich weiß gar nicht wohin, nach hier diesem Miller, dem wir Bescheid geben sollen. Hey, ne, Hunter ist nicht wiedergekommen. Wo müssen wir jetzt lang, verdammt? Hier lang? Hier rein? Ne, guck mal, das Licht von denen leuchtet noch. Das heißt, sie sind noch nicht lange tot wahrscheinlich. Hm. Aber das muss ja nichts heißen. Medikit ist mir egal. Beziehungsweise halt, wir sind voll. Überall diese ekligen Fliegen, ne? Überall. So, hier auch so ein halb toter. Geht's noch? Ein weiteres Tagebuch. Ein schrecklicher Tod. Meine Kameraden sterben einer nach dem anderen und ich kann nichts tun, um sie zu retten. Ich habe sogar das Gefühl, dass sie sich selbst opfern, damit ich weiterkomme. Aber bin ich das wert? Ich wäre selbst bereit zu sterben, wenn Hunters Mission damit erledigt wäre. Aber habe ich das Recht, andere diesen Preis zahlen zu lassen? Wer hat mir dieses Recht gegeben, wenn ich es habe? Hunter oder Gott? Oder habe ich es einfach an mich gerissen? Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht weiter. Ja, ne, weiß Bescheid. Wo müssen wir denn jetzt lang? Das ist wieder so die Frage, alle Fragen. Weil ich habe ja keine Ahnung. Hier nochmal eben schnell hier ein bisschen... Okay, war gar nicht so nötig. Aber gemacht ist gemacht. Gehen wir hier lang, hoffen hier nicht in irgendeine Falle durchzugehen. Da. Haha, haha. Okay. Gut, die Frage ist jetzt, wohin? Ach, guck mal. Nee, da ist keine Tür. Ich wollte schon sagen, da ist eine Tür, aber da ist keine Tür. Hier ist halt nur die komische Grütze und da kann man her. Da geht es halt nicht wirklich weiter. Von unserem Waggon aus jetzt auch nicht wirklich. Hm. Hier durch die... Okay. Ich dachte eigentlich, das sind einfach nur irgendwelche Fässer, die im Boden stecken, aber nein, das sind ganze Rohre. Mal gucken, wo uns diese Rohre denn so hinführen. Zu weiteren Leichen, natürlich. Wie sollte es auch sonst sein? Kommen wir da irgendwie durch? Wollen wir da irgendwie durch? Wir sollten eine Gasmaske tragen. Ich verstehe, okay. Gehen wir mal in die andere Richtung. Vielleicht haben wir da mehr Chancen, irgendwo voranzukommen. Weil sonst weiß ich so langsam auch nicht mehr, wo ich denn eigentlich hin soll. Ich hab doch keine Ahnung. War davon ganz viel. Aha. Nach Pavels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Bullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Gut, dann machen wir das. Vielleicht. Eventuell, wenn man mich lässt. Ich meine, ist der Weg zu Paul ist wahrscheinlich noch sehr, sehr weit. Ich weiß gar nicht, sieht man das irgendwo auf dieser Karte hier? Ich glaube nicht. So, weiter im Text. Oh, da konnte ich irgendwas nehmen. Oh, das waren diese Spinnen. Ist ja egal. Da haben wir Geräuschmacher. Gehen wir mal nicht unbedingt da durch. Weil ich nicht weiß, mit wem wir es hier zu tun haben. Freund oder Feind? Okay, es scheinen Freunde zu sein. Ich bin schon da. Okay. Bist du der Hauptmann? Nein, anscheinend nicht. Bist du der Hauptmann? Ich weiß nicht, was du hier
draußen machst. Aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. So schnell wird man irgendwo aufgenommen. Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Wo gibt's die Munition? Ah, da. Okay. Hörst du das? Nee. Ruhig bleiben. Das ist schlecht. Bisschen Licht aufpumpen hier. Nochmal gucken. Können wir das schaffen? Wo kommt auf einmal der Wind her? Wow. Ja. Wir haben Verluste! Wo haben wir Verluste? Oh nein, er ist tot. So ein schöner Karte. Gar nicht langweilig. Langweilig. Verdammt! Wollte ich locken, Leute, ne? Da kommen sie. Ich kann sie hören. Das ist die richtige Einstellung. Kannst du aufhören zu summen? Okay. Lade nach! Ich habe einen Schuss abgefeuert, ich muss nachladen. Siehst du? Ist alles? Ist das alles? Weg. Hättet ihr mal früher nachgeladen, dann hättet ihr jetzt nicht solche Probleme. Verdammt, lade nach! So, warte. Mist, das ging voll daneben. Ich werf doch mal eine Granate hin. In der Hoffnung, dass ich das auch so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Oh shit. Granate! Es hat zwar unseren Kollegen getroffen, aber hey! Hier ist sich jeder selbst der Nächste. Und außerdem, er steht noch. Alles gut. Der ist robust gegen Granaten. Daneben! Okay. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, auf wen ich hier zuerst schießen soll, wirklich. Es sind so viele. Oh Gott. Hallo. Lass das mal. Ist nicht gut. So, nochmal. Medikit. Mist. Wo sind jetzt hier meine Verbündeten? Jetzt auch nicht die haben es hinter sich. Die Schweine. Wir fangen doch gerade erst an. Oh Gott. Shit. Ja, ich würde mal sagen, danke, die haben mir die Tür aufgemacht. Nehmen wir die Gasmaske ab. Ich glaube, die brauche ich hier nicht, oder? Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Das habe ich gemerkt. Polis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation. Kontaktiere Polis. Und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe.
viel Glück, Bruder. Alles Gute, Genosse. Oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Okay. Komm ich da rüber? Muss ja irgendwie. Aber nicht so. Ach so, da. Ah. Gut. Ein neuer Eintrag. Hier fühle ich mich wie zu Hause an der Messe. Die Leute hängen an ihrer Station genau wie wir. An ihren einfachen Heimstätten. Ihrem bedeutungslosen Leben im Untergrund und die trostlose Zukunft, als wenn es für sie noch Rettung gäbe. Alles umsonst. Ich kann nur hoffen, dass es noch einen kleinen Aufschub gibt, bevor wir alle im ewigen Schatten enden. Und trotzdem geben sie nicht auf. Ich sollte auch gehen. Die Zeit wird knapp. Ja, dann geh mal. Lassen aber die Schrotflinte gezückt. Sollten mir solche Viecher hier entgegenkommen. Weil ich dann gleich die richtige Waffe für sie habe. Weil mit allen anderen Waffen brauche ich irgendwie wesentlich mehr Munition, habe ich das Gefühl. Boah. Wie lange lag ich denn da so halbwegs bewusstlos? Ich frage ja nur. Dachte, ich hätte was Trapseln gehört, aber nö. Glockenläuten ist jetzt auch inzwischen so ein bisschen vorbei. Bams. Noch jemand? Ich hoffe nicht. Komme ich hier irgendwo durch? Nein. Oh Gott, ich habe dich gar nicht gesehen. Oh, Munition und so. Hallo. Ah. Wo müsste ich denn lang? Nicht so. Wo müsste ich denn lang? In die Richtung. Okay. Alter. Meine Güte. Ist jetzt gut? Okay, auch die vertragen zwei Schüsse. Hallo? Oh, guck mal. Neuer Loot. Nehme ich doch gern. Aber hier komme ich nicht durch. Alles abgeschlossen. Dann muss ich wohl einen anderen Weg finden. Vielleicht hier lang? Sieht nicht unbedingt danach aus. Aber irgendwo hier kommt Musik her. Ich denke mal, Musik ist alles, was bleibt. Hm? Ist jetzt gut hier, Mistdrecksvieh. Sollte aber trotzdem irgendwo in die Richtung. Alter! Mann, Mann, Mann hier. Ach, da geht's lang. Oh, jetzt brauche ich wieder eine Gasmaske. Hallo. Das sind nicht so nette Viecher. Die sagen ja nicht mal guten Tag. Okay. Ja, was machst du, Männchen? Mach mal hinlegen. Glaube ich besser. So, wo haben die denn hier ihre komische Funkstation? Ich habe keine Ahnung. Das ist Radio. Okay. Mit Musik fand ich aber eigentlich besser. Aber jetzt kann ich nicht mehr anmachen. Ja, was wird denn das hier? Kommt da einfach hier an und sagt, hey, das ist ein Hey. Hm. Na gut, dann gehen wir halt durch den Tunnel. Irgendwo höre ich ein Kind hier heulen. Was nichts heißen muss. Und doch einfach nur wieder unsere Einbildung sein. Das wäre nicht das erste Mal. Bitte wach auf, warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama
runtergehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Ein schlaues Kind. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Nee. Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Was wird denn das für eine Rückendeckung? Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich will dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Creepy Kind. Sei mir drin? Oder versteckt er sich einfach immer in meinen Rücken?